Herzlich willkommen, mein Name ist Birgit Täuber-Rusch. Ich bin Doktor der Biologie, Heilpraktikerin und Yogalehrerin. Und wir stellen euch heute unser Buch vor, Wunderwerk Zirbeldrüse, das Bewusstseinstor zu einer erweiterten Wahrnehmung. Mein Part bei diesem Buch war die wissenschaftliche Beleuchtung der Zirbeldrüse. Welche Aufgaben und Funktionen übernimmt die Zirbeldrüse im Gesamtkontext Körper? Wodurch wird die Zirbeldrüse in ihrer Funktion blockiert? Und wie kann man diese Blockaden wieder rückgängig machen, auflösen, damit die Zirbeldrüse wieder voll funktionstüchtig ist? Ja, mein Name ist Stefan Lümmer. Ich bin Heilpraktiker mit Schwerpunkt schamanische Heilmethoden und Baubiologe. Und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Schamanismus und habe in diesem Buch den Part übernommen für den spirituellen Teil, weil ja die Zirbeldrüse diesen Doppelaspekt hat. Sie hat einmal den biologischen Aspekt in unserem Körper und sie hat gleichzeitig einen spirituellen Aspekt. Sie kann uns ein Tor öffnen zu einem erweiterten Bewusstsein. Und dieses erweiterte Bewusstsein kann dazu führen, dass wir immer mehr und immer weiter in ein Allbewusstsein eintauchen, also dass wir aus unserer engen Wahrnehmung in einer immer weiteren Wahrnehmung kommen, dass sich unsere ganz persönliche Wahrnehmung immer mehr verfeinert, dass wir insgesamt da feiner werden. Und aus diesem Gesamtkontext raus schenkt uns die Zirbeldrüse die Fähigkeit, ein Tor zu öffnen, das als letztes Ziel ja auch die Erleuchtung hat. Ja, und wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg zu einem erweiterten Bewusstsein mit unserem Buch begleiten zu können und begleiten zu dürfen.